wunderschönen guten Tag. Ich bin endlich in Israel angekommen. Allerdings wollen die mich hier gerade nicht vom Airport weglassen, sondern wollen mir gerade noch irgendwie Fragen stellen oder so, keine Ahnung. Sind wohl nicht so ganz einverstanden mit dem, was ich arbeite, oder was weiß ich nicht, keine Ahnung. Waren auf jeden Fall ein bisschen skeptisch. Jetzt muss ich hier warten, bis ich befragt werde und dann, ja, mal schauen, wie es weitergeht. Jo, nachdem die mir ein paar Fragen gestellt haben, ein bisschen meinen WhatsApp-Chats umgewurstelt haben sie mich dann schweren Herzens doch gehen lassen. Tja, nichts gefunden bei mir, schade aber auch. So, und jetzt ja, bin ich auf dem Weg mit dem Bus zu meinem Couchsurf-Haus. Richtig geil. Er hat mich einfach zu dir eingeladen und ja, mal gucken, wie das wird. Eigentlich ist kein Israeli, ist glaube ich sogar ein Russe. Aber egal. Ja. Das Witzige ist, viele denken echt, dass ich Hebräisch rede. Fragen mich ständig irgendwas auf Hebräisch. Anscheinend sehe ich aus irgendwie wie ein Israeli oder sowas. So, ich bin angekommen. Ich habe ihn sogar unterwegs getroffen. Er kam selber gerade von der Arbeit wieder. Und ja, er ist aber fertig, weil er Nachtschicht hatte. Deswegen wird heute eh nicht mehr so viel hier passieren. Ich bin auch ein wenig müde, war jetzt auch über 40 Stunden irgendwie sowas unterwegs. Ja, ich muss mir jetzt auf jeden Fall erstmal. Ich muss mir duschen und mein Bart abschneiden. Und dann werde ich. Also kürzen, nicht komplett ab. Und dann melde ich mich gleich nochmal. Jo, ich bin endlich wieder frisch rasiert, geduscht. Fühlt sich immer wieder geil an. Vor allem auch mal ein bisschen länger duschen, weil die letzte Woche war es maximal eine Minute duschen, um Wasser zu sparen, weil es ja knapp ein halbes Jahr da nicht regnet. Ja, Alex, der wird wahrscheinlich gleich einen Nap machen. Und danach fahren wir eventuell doch noch nach Tel Aviv, dann kann er mir schon mal ein bisschen was zeigen. Richtig geil. Ja, ob es wirklich so kommt oder nicht, das werdet ihr und ich selber auch gleich sehen oder auch nicht. Ja. Jo, da bin ich gestern einfach mal knallhart für 4 Stunden eingeschlafen. Und ja, dann war es auch schon wieder Abend. Dann haben wir auch eigentlich nicht mehr viel gemacht. Er hat noch eine russische Suppe gekocht und ja, irgendwann wieder pennen gegangen. Noch ein paar Bilder rübergeschoben und ja, jetzt ist ein neuer Tag und heute geht's nach Tel Aviv. Jetzt wird gleich gefrühstückt. Dann bin ich echt mal gespannt auf die neue Kultur hier. So Leute, gerade Bahnkarte geholt, SIM-Karte, das ist übrigens Alex, mein Haus. Und ja, jetzt geht's, wir sind gerade in Tel Aviv angekommen und jetzt warten wir auf den Bus. Dann geht's irgendwo anders hin und dann wird erstmal was gefuttert. Ich hoffe, ich kriege dann schön Falafel und Hummus, richtig Bock drauf hier. Das hier ist die Wünsch-dir-was-Brücke. Die haben hier alle Sternzeichen. Dann soll man zum Meer schauen und man kann sich irgendwas wünschen. Top. Entlang am Hafen und überall haben sie an den Ecken Sternzeichen hin. Alles ist hier voll mit Sternzeichen. In jeder Ecke Brunnen,
Die sind wohl sehr damit verbunden. Das war ein richtig geiler Falafel. Oh, ich bin so happy, dass ich jetzt Falafel und Hummus essen kann. Bis, keine Ahnung, wahrscheinlich wird das mein Fried Rice in Israel. Sagt man das so? Das vergessen wir am Tag. Auf jeden Fall wird das definitiv meine Hauptmahlzeiten sein, Falafel und Hummus. Mehr brauche ich in Israel nicht. So, wir sind jetzt in einem Park in Tel Aviv und relaxen erstmal. Mein Rücken braucht eine Pause. Ja, ist auf jeden Fall schön zum Runterkommen. Ich liebe Parks. Schön abseits von dem ganzen Verkehr und keine Ahnung was alle. Dass wir uns gleich auch irgendwann schon wieder auf dem Weg machen nach Hause. Ich muss sagen, Tel Aviv ist auch wieder recht westlich. Momentan mag ich eigentlich eher Städte, die nicht so westlich aufgebaut sind. Bin ich mal auf Jerusalem gespannt. Alex meinte, der neue Teil ist auch ziemlich westlich, aber der alte Teil soll wohl ziemlich alt sein. Ja. Mal sehen, was das gibt. Wir sind wieder zurück zu Hause. Und ja, das war es eigentlich auch schon für heute. Ich muss mir gleich erstmal einen Plan schmieden, was morgen so abgehen könnte. Weil das Ding hier ist nämlich von Freitagnachmittag bis Samstagnacht wird hier groß nicht gearbeitet. Die meisten Busse, Züge und alles fahren nicht. Viele Läden haben zu, weil bei denen ist nicht Sonntag der heilige Tag, der arbeitsfreie Tag, sondern Samstag und halt ein Stück vom Freitag schon. Ja, deswegen wird das dann mit dem irgendwo hinfahren ein bisschen schwieriger. Ja, von daher mal schauen, was so abgeht. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Eingeschüsst.